16 Uhr. Das heißt, ich würde gerne beginnen und Sie ganz, ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Alexandra Marx. Ich bin wissenschaftliche Referentin an der Deutschen Schulakademie und moderiere heute in dem Workshop hier, der gestaltet wird durch ein Team von der Winterhuder Reformschule. Ich freue mich sehr auf die Arbeitsphase. Sie haben ja gestern schon in Ihren Workshops gearbeitet. Heute geht es also weiter. Ich übergebe auch gleich an die drei Referentinnen für heute. Vorab nur kurz die Information. Wir handhaben es hier wie immer. Mikrofon bitte aus, nur anmachen, wenn Sie sprechen. Sie können gerne den Chat nachher nutzen, um Fragen zu stellen oder auch um Gesprächsbedarf anzumelden. Sie können aber auch die virtuelle Hand heben. Und wir haben auch für diesen Workshop hier gibt es ein begleitendes Padlet. Ich poste Ihnen den Link gleich schon mal in den Chat. Den können Sie anmachen. Und ich glaube, Herr Pehle hat auch gleich einen QR-Code im Hintergrund. Das heißt, falls Sie den Link jetzt nicht so anklicken wollen, können Sie den auch gleich einmal abscannen. Genau, da ist er bei Herrn Pehle. Wenn Sie Herrn Pehle groß machen und Ihr Handy, Ihr QR-Code, scannenfähiges Handy neben seinen Kopf halten, dann kommen Sie auch zu dem Padlet. Genau, wunderschön. So, dann herzlich willkommen hier und ich übergebe dann gerne an das Team der Reformschule und freue mich auf spannende anderthalb Stunden. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, hier zu sein und einen kleinen Blick in unser digitales Arbeiten zu geben und darin, inwiefern Corona das befeuert hat, was wir vorher schon als Veränderungsprozesse angeschoben haben. Mein Name ist Michael Pehle. Ich bin ein bisschen der Exot in dieser Dreierrunde. Ich bin nämlich Lehrer für Philosophie und Französisch. Bin Tutor im Jahrgang 13, seit 10 Jahren im Geschäft und seit 1,5 Jahren an der Winterhuder Reformschule. Und ich übergebe an meine Kollegin, die hier bei mir auf dieser Seite sitzt. Ich bin Alina Bohlen, bin Mathelehrerin an der Winterhuder Reformschule, seit 2018 dabei und bin auch Tutorin einer VS, einer Vorstufe 11. Klasse, zusammen mit Philipp. Hallo, ich bin Philipp Bumeler. Ich bin auch an der Oberstufe dort tätig mit Mathe und Sport hauptsächlich und bin seit 2012, glaube ich, an der Schule. Ja, wir werden versuchen, uns durch das Bildschirm teilen zu lavieren, das ist für uns alle ein bisschen neu zu dritt. Normalerweise im Unterricht ist man alleine mit dem Bildschirm teilen und dann kommt vielleicht eine Schülerin dazu. Jetzt zu dritt ist es für uns ein bisschen neu. Wir hoffen, dass das alles reibungslos funktioniert. Und man findet unsere Schule bei Instagram nicht so sehr, bei YouTube ein bisschen und am meisten eigentlich bei Twitter unter den Handles, die Sie da unten sehen können. Ach so, ich zeige hier hin, weil mein Bildschirm, auf dem es bei mir angezeigt wird, hier ist. Gut, wir möchten sprechen über die Gestaltung von räumlich und zeitlich flexiblen Lernprozessen. Und gelungen ist uns das im Bereich Mathematik. Und der Untertitel, den wir uns überlegt haben, ist: Wie schaffen wir vielfältig bunte Wege in die Mathematik? Das ist eigentlich der etwas greifbarere und spannendere Titel. Was haben wir mit euch vor? Wir machen einen Input, der dauert um die 30 Minuten. Dann haben wir 10 Minuten Zeit für Rückfragen. Dann würden wir euch in Kleingruppen entlassen, um zu gucken, ob ihr mit dem, was wir euch vorgestellt haben, ob ihr mit diesem Angebot was anfangen könnt, ob da irgendwas in euch schwingt, mitschwingt, um euch darüber auszutauschen. Und dann hätten wir noch einen kleinen Abschluss, wo wir dann auch nochmal die ganze Sache rund machen. Philipp und Alina, wenn ich irgendwas vergessen sollte, bitte grätscht mir einfach rein. Ein paar Worte möchten wir zu Beginn verlieren zu Beginn unseres Inputs, über unser Lernverständnis, das ein sehr konstruktivistisches ist. Und ein Spruch, den alle Mathematiklehrer wahrscheinlich kennen. Ich habe vorher etwas Technisches studiert, bevor ich die Lehrerrichtung eingeschlagen habe. Auch da habe ich ihn gehört: The only way to learn mathematics is to do mathematics. Und wir finden, dass das, oder ich als Philosophielehrer finde, das gilt nicht nur für die Mathematik, sondern eben auch für die Philosophie.
Und das heißt, dieses konstruktivistische Lernverständnis hat am Ende Folgen. Ich möchte auf drei Punkte unseres Lernverständnisses kurz eingehen. Das ist zum einen, wir wollen SchülerInnen dazu bringen, etwas zu tun, damit sie besser lernen, damit es eine Veränderung in ihrem Gehirn hervorruft. Wir sind der Meinung, dass es dazu Resonanz braucht. Sie müssen mit dem Unterrichtsgegenstand in irgendeiner Weise schwingen, damit die Veränderung angeregt wird. Und wir sind im dritten Punkt der Meinung, das sind die drei, auf die ich jetzt eingehen möchte, es muss eine Verknüpfung zwischen verschiedenen Lernbereichen, es müssen Verknüpfungen im Gehirn geschaffen werden, so viel wie möglich, damit das Gelernte auch da drin bleibt. Und jetzt mache ich doch einen ganz kleinen Schwenk in meinen Philosophieunterricht zum Thema Tun. Also die SchülerInnen denken lassen, sie reflektieren lassen und diesen Prozess begleiten in den verschiedenen Zugangsformen schriftlich, mündlich. Also wirklich etwas Handfestes tun, auch in so einem Fach, das eher so abstrakt ist und das verbindet uns vielleicht in unseren Fächern wie die Mathematik. Resonanz erzeugen, das, wenn ich für mein Fach spreche, ist es in Philosophie, geht es darum, Angebote zu machen, an ihre Lebenswelt anzuknüpfen. Und zu überlegen, wie lässt sich denn das, was ich hier im Unterricht behandeln möchte, mit meinem Leben verbinden? Und dann sehen wir die Rolle der Lehrkraft eben als derjenige, der da ein Feuer entfachen muss. Und der für diese Resonanz sorgen muss, indem er den Unterrichtsgegenstand erstmal in Schwingung bringt und dann guckt, dass diese Schwingung auch vielleicht die gleiche Frequenz hat, die bei den Schülerinnen andockt, oder indem er idealerweise den Unterrichtsgegenstand in mehrere Portionen aufteilt, die unterschiedlich schwingen, sodass die SchülerInnen einen unterschiedlichen Zugang haben und an unterschiedlichen Punkten andocken können. Ja, und verknüpfen, das ist ja immer die große Aufgabe in der Schule. Wie schafft man es, Fächer zu verbinden und die Lebenswelt zu verbinden? Und da ja, ist der Profilgedanke in der Oberstufe natürlich ein ganz großer. So, jetzt habe ich schon ganz viele Worte verloren und wäre damit mit meinem Teil schon am Ende. Und würde jetzt an Alina übergeben, die uns erklärt, wie das genau im Mathematikunterricht aussieht. Genau. Für diese Flexibilisierung von Zeiten, von Räumen, dass SchülerInnen selbstständig dann Mathe machen können, wenn sie Mathe machen wollen und das auch dort tun können, wo sie das wollen. Also sei das nun in der Schule, wenn sie in die Schule kommen dürfen oder zu Hause oder sonst wo, haben wir im Grunde vier Bereiche identifiziert, ist ein bisschen viel gesagt vielleicht, gefunden, die das möglich machen. Und das eine, das hat Michi gerade schon angesprochen, das ist die Lernumgebung, die es ermöglicht, dass Schülerinnen wirklich selbst ins Tun kommen, dass sie Aufgaben finden, die es ihnen ermöglichen, einen Zugang zu finden, der für sie passt, dass sie da Möglichkeiten haben zu individualisieren. Dann geht es natürlich darum, dass das Ganze immer auch begleitet wird, dass sie nicht alleine vor ihrer Lernumgebung sitzen, sondern dass sie zusammenarbeiten können, dass sie kollaborativ arbeiten können, sowohl synchron als auch zeitlich asynchron, zeitlich und räumlich asynchron, dass wir kommunizieren können, die SchülerInnen untereinander, aber auch natürlich mit der Lehrkraft, dass Rückfragen gestellt werden können, dass da die Kommunikationswege offen bleiben. Und der vierte Bereich, der eben auch wichtig ist für eine Flexibilisierung, ist der Leistungsbereich, das Zeigen, was wir können, dass wir da diese Flexibilität nicht verlieren, dass wir auch da weiterhin es offen haben, individuelle Lernbeweise zu finden und trotzdem eine transparente Bewertung zu haben. Und das gelingt uns an der Stelle viel durch offene und kreative Aufgaben. Aber dazu sagen wir dann gleich noch was. Genau. Wir gucken jetzt einmal kurz drauf, wie das technisch umgesetzt wird. Und dazu übergebe ich an Philipp. Dankeschön. Genau, das, was ich machen würde, ich würde einmal, also vielleicht vorweg, also das, was wir technisch dort machen, ist, das läuft am Ende über Teams und OneNote im Wesentlichen. Und die Überzeugung, die wir aber haben, ist, dass das quasi Zufall ist, es genauso gut in jedem anderen Tool, in jeder anderen Umgebung zu leisten ist. Also wir haben das auch jahrelang vorher
über eine WordPress-Homepage gemacht. Das sah nicht so schick aus und war nicht so geschmeidig, aber hat eine ganz ähnliche Funktion erfüllt. Bis dann Corona kam und wir in diesem Bereich Kommunikation irgendwie ordentlich zulegen mussten und dann relativ schnell die Kommunikationsplattform Teams halt in der Schule aufgezogen haben. Und deswegen ist dieser ganze kommunikative Bereich und das Zusammenarbeiten läuft seit letztem März ganz zentral über Teams. Und deswegen ist auch unser ganzer Unterricht dort drüber strukturiert und organisiert. Und wir haben dann nach und nach angefangen festzustellen, dass in der Zusammenarbeit mit OneNote und mit dem Kursnotizbuch dort sich ganz, ganz viele sehr elegante Sachen auftun. Und das würde ich gern tatsächlich einmal wirklich konkret zeigen. Also einmal noch zur Übersicht, technische Umsetzung. Die Lernumgebung ist im Wesentlichen OneNote. Die zeige ich gleich, was das konkret heißt. Das Zusammenarbeiten, wenn es nicht im Klassenraum ist, was es zurzeit ja nur sehr eingeschränkt ist, dann ist das im Wesentlichen auch über OneNote und Teams. Zur Lernumgebung wollte ich sagen, das ist auch bei uns jetzt schon absehbar, dass das wahrscheinlich Anfang nächsten Schuljahres alles wieder umzieht und wir dann auf Moodle wechseln. Also all das, was ich jetzt sage, gilt nicht für dieses Tool, diese Plattform, sondern auch bei uns ist das jetzt irgendwie der dritte Umzug in den letzten 2 Jahren. Und zeigen, was wir können, also dieser Aufgaben- und Leistungsbereich, der ist auch über OneNote und Teams und das Kommunizieren hatte ich gerade schon gesagt. Ich würde jetzt einmal meinen Bildschirm teilen. Ich hoffe, dass das geschmeidig funktioniert und ihr müsstet jetzt meinen OneNote sehen und jetzt bin ich auch noch zufällig, weil ich da gerade eben war, in meinem, das kann ich einmal hier zeigen, ne? Das ist mein Mathe-Kursnotizbuch und ich wollte aber eigentlich das Oberstufen-Mathe-Notizbuch zeigen. Das ist das, wo wir Mathe-KollegInnen zusammenarbeiten und die ganzen Sachen, die dann am Ende bei den SchülerInnen landen, vorstellen. Und hier haben wir halt einen kleinen Bereich uns schnell gemacht mit Beispielen aus unserem Unterricht, den wir hier zeigen. Das Erste, was ich gerne zeigen würde, ist der Bereich Lernumgebung. Und für den Bereich Lernumgebung, ich muss mal hier diesen, das kann ich doch auch da unten hin machen, genau. Vielleicht ein ganz kurzer Satz zu OneNote, wie das aufgebaut ist im Kursnotizbuch. Ich vermute mal, dass nicht alle das kennen. Also von der Idee her ist es so, also es ist ein Notiztool im Prinzip und das hat 3 Bereiche. Es hat einen Bereich Inhaltsbibliothek, wo alle Menschen, die in diesem Team drin sind, also in diesem konkreten Fall alle ich und alle SchülerInnen, alle gemeinsam diesen Bereich lesen können, aber nur ich kann dort Sachen einstellen. Das ist dieser Bereich Inhaltsbibliothek. Das ist jetzt der Bereich der Lernumgebung, den ich gleich zeige. Dann gibt es einen Bereich, der nennt sich hier Platz zur Zusammenarbeit. Dort können alle, die in dem Team drin sind, gleichzeitig reinschreiben. Hier ist es zum Beispiel so, ich habe diese Lerngruppe auch noch im Sport, deswegen ist hier auch noch so ein Sportbereich reingerutscht. Der hat aber mit diesem Vortrag eigentlich nichts zu tun. Und dann gibt es einen dritten Bereich, wo jede Schülerin, jeder Schüler mit mir zusammen einen Bereich teilt. Also jetzt den Namen hätte ich mal schwärzen sollen, das habe ich vergessen. Wenn ich jetzt mir Annemarie angucke, dann hat sie mit mir gemeinsam Zugriff auf all das, was sie dort reinschreibt, alle anderen SchülerInnen aber nicht. Das einmal zur Struktur von diesem, von OneNote und der Bereich Inhaltsbibliothek, hier Bausteine. Wir haben versucht, die Lerninhalte in Bausteine zu unterteilen und die sehen dann so aus, dass, ne, das sind jetzt hier alle Bausteine, die haben Sie immer mit vielen Wochen bis Monaten im Voraus zur Verfügung. Die würde ich einmal hier zeigen, was wir denen noch mitverteilen. Jetzt komme ich ein bisschen schleudern, genau. Was wir denen mitverteilen ist beispielsweise, die kriegen verteilt einen Fahrplan, wo sie ein bisschen Unterstützung bei der Orientierung kriegen, womit sie anfangen können zu lernen und zu arbeiten. Ich gehe jetzt am Anfang ein bisschen schnell durch, weil vielleicht finden sie Sachen, die sie ansprechen oder auch nicht, aber es geht eher um einen Überblick. Es gibt einen Bereich, wo sie sich zusammen eintragen können, wer gerade in welchem Teilgebiet arbeitet und dort vielleicht Expertin ist oder mit irgendwem anderen zusammenarbeiten möchte. Und es gibt die eigentlichen Bausteine. Das ist jetzt hier der aktuelle Baustein, in dem wir gerade saßen, war Exponentialfunktion. Für Nicht-Mathematikerinnen hört sich das jetzt wahrscheinlich sehr langweilig an, beziehungsweise Corona macht es wieder sehr spannend. Der Baustein
die sind bei uns immer sehr ähnlich aufgebaut. Also es gibt eine Übersichtsseite, ne? Wenn ich den jetzt hier reinklappe, dann verschwinden die ganzen Unterseiten. Wenn ich die rausklappe, gibt es viele Unterseiten. In der Übersicht gibt es einmal Ziele, also aus dem Rahmenplan herauskopiert die Kompetenzen, die Sie damit erreichen sollen. Die gibt es ganz transparent am Anfang. Und dann gibt es eine erste Übersicht, was Sie in dem Baustein erwartet. Und dann gibt es Erarbeitungshinweise, wie Sie vorgehen können, sich das zu erarbeiten. Und es gibt einen Bereich Videos, wenn ich hier ganz weit rauszoome, dann sieht man, das sind zwischen zwei und keine Ahnung, was wie viele Videos, in denen Sie sich dann zusätzlich Informationen herholen können. Und das gibt es für jeden diese Unterseiten, das sind dann auch nochmal aufgeteilt. Also was, ich kann mir hier nochmal die Kompetenzen aus der Mittelstufe nochmal irgendwie angucken. Ich kann in dem Bereich Parametervariation, gibt es Hinweise, wo ich dazu Sachen aus dem ganz normalen Mathebuch finde. Ich kann mit GeoGebra-Einbettungen an den Sachen rumschieben. Also es gibt relativ viele Informationen aufgedröselt hier in dieser Bausteinseite. Und das haben wir im Prinzip für jeden Baustein gemacht. Und jetzt der Baustein Exponentialfunktion, der ist so gedacht, dass Sie den innerhalb von so 4 Wochen sich erarbeiten. Aber auch da gibt es keine festen Zeiten. Es gibt am Ende Klausuren, da sagt Alina noch gleich was zu. Und Sie müssen, Sie können zeigen, was Sie da gelernt und erarbeitet haben. Aber erstmal ist es so, es gibt diese ganze Übersicht über die Bausteine und das trägt, also ist durch das ganze Schuljahr. Also die Erarbeitung fing an mit dem Baustein ganz und gebrochen, rationale Funktion. Und das allerletzte fehlt uns noch. Aber wir sind jetzt hier mit all dem, was im Schuljahr da ist. Das haben Sie im Prinzip von Anfang an dort vorhanden, sodass Menschen, die nicht am Unterricht teilnehmen oder krank sind oder schon vorarbeiten wollen, immer schon das zur Verfügung haben. Genau, das ist der Bereich Lernumgebung. Ich habe den Chat nicht im Blick. Falls es irgendwie Rückfragen dazu gibt, dann vermute ich, dass ich das irgendwie zugerufen bekomme. Der Bereich Zusammenarbeiten, der ist aus meiner Sicht das zentrale, also das zentrale Merkmal von dem, was unseren Unterricht in den letzten Jahren irgendwie so gemacht hat, dass wir irgendwie da sehr zufrieden mit sind. Es gibt im Kursnotizbuch ja diesen Bereich Platz zur Zusammenarbeit. Und jetzt bin ich am Überlegen, Alina, ich klaue dir gerade deinen Teil, ne? Ja. Ich höre auf zu reden. Ist gut. Genau, also die Zusammenarbeit, die findet natürlich auch synchron statt, dass SchülerInnen gemeinsam sich Dinge erarbeiten, sich in kleinen Gruppen zusammenfinden, sich einfach selbstständig PartnerInnen suchen, mit denen sie gut arbeiten können und mit denen sie gemeinsam an denselben Aufgaben arbeiten. Und in den letzten Jahren haben wir eben auch diese asynchrone Zusammenarbeit stark weiterentwickelt, gerade durch diese Möglichkeit, einen Ort zu haben, wo alle schreiben können, wo sich alle austauschen können. Wir haben das in Ermangelung eines besseren Namens großes kollaboratives Dings genannt. Uns ist damals nichts Schöneres eingefallen und inzwischen hat sich das so ein bisschen durchgesetzt. Ihr seht hier ein bisschen, was SchülerInnen dazu geschrieben haben. Ich will da kurz 2 Dinge daraus hervorheben. Das ist eine Art Marktplatz, in dem Ergebnisse, Erkenntnisse, Fragen, Tipps, Ressourcen, im Grunde alles geteilt werden kann. Und das andere, was hier auch noch gesagt wird, ist, es ist ein großes Miteinander und da entsteht auch zu einem gewissen Teil so ein kleines Gemeinschaftsgefühl, auch wenn man sich nicht sieht, dass man gemeinsam irgendwie an demselben arbeitet und in Austausch tritt. Genau. Wie kann das aussehen? Ihr findet da unten einen kurzen Screenshot. Kannst du da ein bisschen reingehen, Philipp? In den unteren? Bisschen größer machen einfach. Danke. Ihr findet einen kurzen Screenshot. Das ist aus meinem 11a-Notizbuch. Seht ihr jetzt oben drüber. Das ist nicht mehr das, was ihr eben gesehen habt. Das sieht bei mir ein bisschen anders aus, aber sehr ähnlich als bei Philipp. Und ihr seht in diesem Platz zur Zusammenarbeit, Collaboration Space, sind einfach verschiedene Abschnitte angelegt. Und in einen haben wir hier beispielhaft reingeguckt. Das ist jetzt der zu trigonometrischen Funktionen. Und alles, was ihr an Seiten da rechts seht,
sind Seiten, die SchülerInnen angelegt haben. Also nichts davon kommt von LehrerInnenseite, das sind alles SchülerInnen, die dann Frageseiten einrichten und sich zu verschiedenen Dingen austauschen und das auch selbstständig strukturieren. Also auch diese Struktur, die kommt nicht von mir, die ist gewachsen und hat sich entwickelt und ist das, was die SchülerInnen für sich als sinnvoll erachtet haben. Und so ein paar Dinge habe ich euch mitgebracht, dass wir einfach ganz kurz einmal darüber gucken. Mir geht es vor allen Dingen darum, wie vielfältig das genutzt wird jetzt. Also gar nicht so sehr um den konkreten Inhalt, sondern einfach, was da so grob passiert. In diesem kollaborativen Dings für die trigonometrischen Funktionen wurde eine extra Frageseite eingerichtet. Das habt ihr eben kurz gesehen. Das seht ihr hier nochmal ein bisschen genauer, wo sich einfach Schülerinnen ausgetauscht haben, wo Fragen stehen wie, ich komme nicht klar, kriege keinen Einstieg in das Thema, hat jemand irgendwie ein cooles Video und dann werden Empfehlungen gegeben. Oder wo teilweise auch mathematische Diskussionen passieren. Wenn du einmal da unten rechts unter den jungen Herrn im roten T-Shirt ein bisschen reingehen könntest. Wo sie sich dann tatsächlich auch einfach austauschen über Dinge, die, wo sie nicht sicher sind, ob sie die richtig verstanden haben, sich Rückmeldungen holen. Und ihr seht jetzt hier auch diese verschiedenen Abkürzungen, die stehen für verschiedene Schülerinnen, das sind ihre Initialen. Die beteiligen sich da und kommen da miteinander in Austausch, in Diskussion. Und das finde ich total charmant, muss ich ehrlich sagen. Sowas auch nachher noch zu sehen, das ist immer wieder schön. Ich habe euch noch ein paar Sachen mitgebracht, dass ihr einfach so ein bisschen die Vielfalt seht. Das ist jetzt aus dem allerersten kollaborativen Dings, was wir gemacht haben. Da sind To-Do-Listen drin, also so ein bisschen die Planungsseite, gar nicht so sehr die mathematisch-inhaltliche, fachliche Seite, sondern auch, wie orientiere ich mich eigentlich in diesem ganz für die Schülerinnen komplett neuen Umfeld. Und dann sind da sehr verschiedene Beiträge drin, von Erklärungen, die sie selbst gemacht haben, die sie gefunden haben. Könntest du einmal zu Exponenten gehen? Sehr, sehr schönen Übersichten über ihre Erkenntnisse und teilweise übernehmen wir dann auch Dinge für die nächsten Bausteine, bis hin zu nützlichen Links, YouTubern, die sie gut fanden, mit denen sie gut klarkamen. Und da passiert immer auch ein Austausch über das, was so passiert in den Köpfen und was sie entdecken auf ihrem Weg durch diese Lernumgebung. Genau. Soll ich weitermachen mit dem Bereich, ja. Mit diesem Leistungsbereich oder zeigen, was wir können? Also die Lernumgebung ist tatsächlich ein Bereitstellen von ganz, ganz vielen Möglichkeiten, sich diese Inhalte zu erarbeiten und diese Kompetenzen zu erwerben. Und das, was wir am Ende sehen wollen, ist, dass sie aus einer Auswahl an Aufgaben einmal auswählen oder einmal zeigen, was sie da gelernt haben, darüber reflektieren. Und technisch ist das ein Zusammenspiel an dieser Stelle von OneNote und Teams. Also wir erstellen in OneNote Aufgabenseiten und haben dann in Teams das Aufgabenmodul. Und dort gibt es jetzt, kann man jetzt hier einmal sehen, zu jedem Baustein eine Abgabeseite. Und hier sind die, die schon durch sind. Das sind die aktuellen Abgabeseiten. Genau, so eine Abgabeseite landet dann auch in OneNote, in diesem Bereich Aufgaben und Abgaben, beziehungsweise wird dann jeder Schüler in jedem Schüler zugeteilt. Und die sehen dann zum Beispiel so aus, dass also die Abgabeseite für den Baustein, was war das hier, Exponentialfunktion, die hat drei Teilaufgabe. Die hat eine Teilaufgabe, wo sie ihr eigenes Lernen, ihren Lernweg reflektieren sollen. Die ist relativ frei gehalten, also an welchen Leitfragen entlang die das machen. Das ist denen sehr überlassen gewesen und das hat sich so gezeigt, dass wir so bei der Weiterentwicklung in den Kursen, also
das auch unterschiedliche Formen angenommen hat. In meinem Kurs war es so, dass die SchülerInnen darauf bestanden haben, dass das verbindlicher Teil bleibt, weil sie sagen, das ist für sie tatsächlich ein ganz zentraler Punkt bei dem Neustart mit einem neuen Baustein, dass sie nochmal reingucken, was haben sie eigentlich beim letzten gemacht und wie sind sie zurechtgekommen. Ich glaube, Alina, bei dir haben sie, wollten sie das lieber raus haben und bei mir fanden sie das eher lästig und hat ihnen nicht so viel gebracht und haben dafür einen größeren Fokus auf die Dokumentation gelegt. Ja, also das, deswegen ist das jetzt hier bei mir so, dass es diese Reflexionsaufgabe weiterhin verbindlich gibt. Es gibt eine Dokumentationsaufgabe, die ist jetzt bei mir allerdings raus, wo sie in dem Baustein noch ihre eigenen Beiträge in dieses kollaborative Ding dokumentiert haben, also wo das, was sie mit den Menschen geteilt haben, das, was sie zur Verfügung gestellt haben, sie einfach hier gesammelt haben und kurz dazu geschrieben haben, was das ist. Das haben sie mit als Abgabe gemacht und als drittes eine Anwendungsaufgabe zu diesem Thema, also zu Exponentialfunktionen, eine selbsterdachte Anwendungsaufgabe im realistischen Kontext. Das ist denen unterschiedlich gut gelungen, wie halt SchülerInnen sind. Und das haben wir in anderen Bausteinen auch nochmal teilweise deutlich geschärft, also wo es dann teilweise wirklich Aufgaben vorgegeben waren, teilweise das so offen gehalten ist. Also das ist jetzt ein Beispiel für, wie so eine Abgabeseite aussieht. Der besondere Charme an diesem Zusammenspiel von Teams und OneNote ist, dass wir einerseits diese Abgaben direkt in OneNote korrigieren können und Rückmeldungen dort reinschreiben können, in das, was die SchülerInnen schreiben, andererseits aber auch alle gesammelt in der Überblick kurze Kommentare schreiben können. Also das ist, was man jetzt hier sieht, hier ist es sogar ausgeblaut, nicht ausgeschwärzt, die Namen. Hier sind die Rückmeldungen, die Sie dann als erstes lesen zu diesem Baustein. Die kriegen Sie als Pop-up-Nachricht irgendwie in Teams und können dann in den Baustein gucken und sich das näher angucken. Und das ist für mich was sehr Übersichtliches, wie ich einen Überblick behalte, wer was schon abgegeben hat und was ich zurückgemeldet habe. Und eine ähnliche Ansicht haben auch die SchülerInnen. Ich glaube, Alina, du wolltest dann jetzt hier Beispiele. Genau, ich wollte noch kurz was zu den Beispielen sagen. Also wenn ihr da auf die Titel guckt, seht ihr einfach schon mal, dass die sehr unterschiedliche Anwendungskontexte ausgewählt haben. Das reicht von dem klassischen Exponentialfunktionsbeispiel von, ich habe ein Schachbrett und lege auf jedes Feld lege auf das erste Feld ein Reiskorn und dann auf jedes Feld, nächste Feld doppelt so viele, über die Entwicklung von irgendwelchen Virusinfektionen bis hin zu Aktienkursen, Bakterienkulturen, also wirklich sehr, sehr breit. Ich habe zwei aus meinem Kurs einfach mal ausgewählt, in die wir ein ganz, ganz klein bisschen genauer reingucken. Das sind sehr gute Abgaben, das muss man fairerweise dazu sagen. Das ist einmal die Zombie-Apokalypse, wo sich eine Schülerin sehr kreativ und mathematisch, aber auch sehr anspruchsvoll ausgetobt hat mit der Idee, dass es einen Virus gibt, der Menschen zu Zombies macht und wie sich das verbreiten würde und wann Hamburg vollständig infiziert wäre. Und dann haben wir noch einmal die Weltwirtschaftskrise, wo sich zwei Schülerinnen zusammengetan haben und sich so ein bisschen aus einer Faszination für Geschichte heraus überlegt haben, wie haben sich in dem Börsencrash von 1929 die Aktienkurse entwickelt. Sie haben dann auch herausgefunden, die tatsächlichen Kurse zu nehmen, ist das überstieg so die Zeit, die da war, um wirklich ausführliche Recherche zu betreiben, haben sich dann eben entsprechend Daten ausgedacht und sich aber sehr, sehr viel Spaß gehabt, sich in diese Rolle einzudenken, dort als Angestellte einer großen Investmentbank zu gucken, wie sich ihr Leben in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten verändern wird. Philipp hat das eben schon angesprochen, Teil der Bausteine ist dann auch immer eine Reflexion, Teil der Abgabe, sorry, ist dann auch immer eine Reflexion und da ist durch die Freiheit, die wir da geben, entwickeln sich auch sehr spannende kreative Formate. Also das klassische, ich schreibe eine Reflexion, gehe auf irgendwelche Leitfragen ein, schreibe einen langen Text. Das passiert häufig, klar, das passiert auch hier noch. Und eine Schülerin hat dann aber auch hier zum Beispiel jetzt
überlegt, wenn ich mir welche Ziele angucke, wie stark haben die mich herausgefordert, wo war ich noch in der Herausforderungszone, wo war ich in der Überforderungszone und wie bin ich mit dieser Überforderung umgegangen. Und das ist einfach auch sehr schön, da so spannende kreative Ideen zu sehen. Genau, Michi, du wolltest noch kurz was zur Kommunikation sagen? Ja, das kann ich aber eigentlich sehr, sehr kurz machen, denn wir benutzen Teams und ich glaube, was gerade sehr deutlich geworden ist, ist diese Offenheit, die in diesem Mathematikunterricht steckt und sich die SchülerInnen entwickeln zu lassen. Und da sehe ich uns total in der Digitalität, indem man Tools den SchülerInnen zur Verfügung stellt und dann aber nicht und dann nicht wirklich weiß, was passiert. Und auch mit dem, wie machen sie die Reflexion, was wir gerade gesehen haben. Wir wissen nicht, was passiert. Und das heißt für uns Lehrer natürlich ganz viel loslassen. Und dieses Loslassen machen wir auch in Teams in unserem Kommunikationstool. Das ist sehr, um die Kommunikation herzustellen, es ist sehr offen. Die SchülerInnen können sich selbstständig auf dieser Plattform bewegen. Die können selbstständig Kanäle anlegen. Sie können selbstständig Teams eröffnen. Sie können sich selbstständig den ganzen Tag über anrufen, um in den Austausch zu gehen. Und natürlich hat man auch in dieser Kommunikationsplattform die Möglichkeit, dann in den Kanälen Fragen an alle zu stellen. Das wäre die Kommunikation, wie sie in meinem Unterricht in Philosophie läuft, weil ich OneNote nicht so exzessiv nutze wie die Mathematik-KollegInnen hier. Und vielleicht kann man noch der Gipfel dieser Kommunikationsplattform oder am meisten haben wir sie Anfang Januar herausgefordert, als wir ein Abi-Barcamp veranstaltet haben und die SchülerInnen eine Woche lang sich aufs Abitur vorbereitet haben, nur über Teams und nur über ein Barcamp, das komplett online mit Hilfe von Teams funktionierte. Ich dachte, Michi, wir landen wieder in der Präsentation, wenn ich aufhöre, meinen Bildschirm zu teilen. Das war aber wohl ein Fehler. Nee, ich war so begeistert davon. So, genau. Dann wären wir mit dieser Folie fertig und hätten jetzt noch, aber Philipp, vielleicht können wir es kurz machen, denn wir sind mit der Zeit schon ziemlich fortgeschritten. Ja, ich mache es ganz kurz. Alina, einen konkreten Blick. Genau, wie sieht das aus? Wie machen wir eigentlich Unterricht, wenn die SchülerInnen sich so individuell in den Lernumgebungen bewegen? Egal ob präsent, hybrid, online, ist unsere Struktur eigentlich immer sehr ähnlich. Wir kommen am Anfang zusammen, schauen, was liegt an, welchen Bedarf gibt es, wo ist vielleicht fachlicher Input nochmal nötig, wo stehen die SchülerInnen gerade, was brauchen sie? Und dann lassen wir einfach sehr, sehr viel Zeit für diese individuelle und oder gemeinsame Arbeitsphase, wo sie selbst schauen, wie sie sinnvoll sich in der Lernumgebung bewegen und das dann auch tun. Und haben da aber natürlich ein sehr, sehr großes Kommunikationsangebot, bieten Beratung an, beantworten fachliche und überfachliche Fragen, gucken, was einzelne Lernende so machen. Also wir sind da sehr, sehr stark in der Lernbegleitung. Und am Abschluss kommen wir auch nochmal zusammen, gucken gemeinsam zurück auf die Stunde und tauschen uns da aus. Das sind unterschiedliche Formate für die Reflexion. Das ist manchmal einfach nur ein, was hast du heute gelernt? Und dann wieder ist es das Erstellen von Mathe-Memes. Das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Aber diese Struktur ist grundsätzlich für uns immer ähnlich. Vielleicht noch eine Ergänzung, das, was ich bei mir, also was ich am spürbarsten gemerkt habe, was sich ändert im Vergleich zu den ersten Jahren Matheunterricht, ist, dass der Anteil an Zeit, die ich wirklich ganz direkt mit individueller Hilfestellung verbringe, der ist durch die Decke gegangen. Also ne, ich habe einen relativ kleinen Anteil an zentralen Einführungen, also eigentlich nur, wenn das ganz konkret eingefordert wird und dann sind es fast immer Kleingruppen, also es sind nie alle. Außer vielleicht ganz am Anfang von der Bausteinphase mal einen Überblick über, was ist eigentlich in diesem Baustein dran. Aber diese ganze inhaltliche Erklären, Begleiten, Fragen beantworten, das hat unglaublich viel Zeit jetzt gewonnen, die jetzt möglich ist. Weil ganz viel von diesem Erklären für alle erstmal ausgelagert ist in die Lernumgebung, in die Videos dort, in die Aufgabenstellung. So, das heißt, ich mache eigentlich nichts anderes, außer diese ganze Stunde hindurch die Liste abzuarbeiten, die sich am Anfang der Stunde erstellt.
Bei mir ähnlich. Jetzt sind wir bei der letzten Folie, glaube ich. Die heißt, dass wir jetzt Zeit und Raum für Rückfragen angedacht haben.